Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Talk direkt aus Bern zu euch heim. Heute mit dem Beat Kappeler. Er ist Ökonom, Publizist, seit Jahrzehnten Beobachter von Schweizer und internationaler Wirtschaftspolitik. Und er hat ein Buch geschrieben: Wenn alles reist, hält die Schweiz. Frisch rausgekommen im Stempfli Verlag. Ich verlinke es unten auch verlinken, damit ihr es gerade bestellen könnt, weil es ist ein wahnsinnig dichtes, grosses Buch, eine Tour d'Horizon über, ich würde sagen, die Herausforderung von der Schweiz, aber auch von Europa und der Welt in schwierigen Zeiten. Der Untertitel listet es gerade auf: Krieg, Euro, Migration, Schulden, Inflation, Aufruhr, Geopolitik. Ein Wahnsinnsprogramm und trotzdem dicht. Nicht, man liest es am Abend oder vielleicht auch zwei und dann ist man durch. Ein Wahnsinnsritt hast du hierher gelegt. Ja, der Herr Stempfli, der Verleger, hat gewünscht, dass ich die Sorgen der Schweizer angegangen. Und gleichzeitig war das Volumen vorgegeben. Auf der anderen Seite bin ich selber als Autor auch der Meinung, ich lese auch keine 700-seitige Schmöker. Ja. Also mute ich das den Leser auch nicht zu. Ja, das ist doch gut. Aber zumutig ist, dass wir noch ein Glas Apéro nehmen, dass wenn alles reist, dann ein bisschen Lebensfreude hilft auch in Krisensituationen, oder? Ja, und so negativ bin ich ja nicht. Ich habe das Gefühl, wir überstehen es. Genau. Also das heisst ja dann, hält die Schweiz? Fragezeichen. Da kommen wir sicher noch drauf. Ich will zuerst genau wissen, wenn alles reisst. Was befürchtest du denn im Buch? Was könnte reissen? Gut, ich schaue stark natürlich Währungssachen, Inflation, die ganze auch expansive Art, wie die westliche Regierung jetzt alle Bobos mit Hunderten von Milliarden stützt und ausfinanziert. Seit 15 Jahren, aber ganz schlimm jetzt seit den letzten zwei Jahren. Also da ist Covid-Gelder sind direkt an die Haushalte geflossen, Ölsubventionen, sobald das Öl teuer wurde, was man ja wollen hätte, hat man subventioniert. Und nachher noch die Inflation in vielen Ländern auch noch Ausgleichszahlung. Also das war der Barock oder das Rokoko von den missgeleiteten Staatsausgaben. Das wird auf diese Länder zurückkommen. Nachher sicher der Krieg in der Schweiz dann als Spiegel davon. Die Vorstellung von unserer traditionellen oder absoluten Neutralität. Nachher sicher in der Schweiz selber wiederum das Problem, dass die AHV ohne Junge nicht überleben wird, auch nicht mit Steuern, weil wenn es wenige Junge hat, zahlen sie auch keine Steuern mehr. Und das Gesundheitssystem am Anschlag ist und zusammen mit der Altersvorsorge der Bund mittelfristig ruinieren könnte. Ja, das sind so ein paar Punkte, die dann vor allem die Schweiz angehen. Also was reisst, ist wesentlich bei dir eine fehlgeleitete Wirtschaftspolitik. Letztlich eben die Wirtschaftspolitik von John Maynard Keynes, die du schon lange kritisierst, weil du sagst, die ist vielleicht kurzfristig, ich sage es jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, kurzfristig tut die vielleicht gut, aber langfristig hat sie riesige Gefahren, die insbesondere mit der Inflation zusammenhängt. Ja, kann man so zusammenfassen? Also, das ist heute natürlich ein Allgemeinplatz geworden, da man sollte ankurbeln, man helfen, oder? Genau. Und Defizit, es gibt ja niemand mehr, der etwas anderes sagt, außer vielleicht mehr zwei oder drei andere oder ja, so. Ja, noch zwei, drei vernünftige Ökonomen. Ja. Aber es ist heute allgemein geworden, bis in den letzten Stammtisch und bei allen oder fast allen Ökonomen, dass Defizite heilsam sind. Das ist gut. Und der Staat muss sich verschulden, notfalls eben mit diesen Defiziten. Und der zweite Teil von Keynes, der übrigens in der Weltwirtschaftskrise mit 25% Arbeitslosen entwickelt hat, nicht für kleine Bobos, wie wir es heute haben. Der zweite Teil wäre sie mit dem Multiplikator kommt nachher der Wirtschaftsausschwung und da kommen die Steuern rein und da kann man es abzahlen. Und der zweite Teil ist nicht einmal erfolgt. Außer von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, Schweden in der Krise 90 hat abgezahlt und sonst fast niemand. Das heisst, es ist eine verheerende Einstellung, dass Defizite immer weitergehen können. Zweitens, dass Politiker im politischen Wettbewerb sich der Legitimation bedienen können, es ist ja gut. Und drittens, im politischen Wettbewerb der parlamentarischen Demokratie, wo das Volk nichts zu sagen hat. Und drittens, dass Notenbanken jetzt seit 15 Jahren und speziell seit 3 Jahren bereit sind, den ganzen Zauber mit Gelddrucken zu finanzieren. Mhm. Das ist die Verwerfung des westlichen Systems, wo ein grundlegender Bruch vom allgemeinen, im guten Sinne, jetzt bürgerlichen Haushalten ist. Mhm.
eins ein, eins aus. Mhm. Also die Grundregeln von der Ökonomie, Oikos, Haushalt, dass man eigentlich so wirtschaftet, wie wir eigentlich im Privaten ja alle auch wirtschaften. Wir tun höchstens für spezielle Sachen einen Kredit aufnehmen, tun dann den abzahlen und so weiter. Oder wir nehmen den auf, weil das staatliche System uns bevorteilt bei Hypothekarkrediten. Dort machen Herr und Frau Schweizer das ja extensiv. Das ist so. Aber eben, da steht noch ein realer Gegenwert dahinter. Mhm. Hingegen, es sind jetzt sogar eben auch die verschuldet sind als Haushalt, sind in allen westlichen Staaten noch ausfinanziert worden mit den direkten Subventionen, die die Staaten beschlossen haben. Wenn da immerhin sagen, da kommen wir vielleicht zum Warum hält die Schweiz, das Schweizerische Parlament, beide Kammern haben es abgelehnt, solche Direktsubventionen zu sprechen. Linksgrün hat sie beantragt, oder? Ja, und die SVP. Ja, stimmt. Die SVP also, hat auch. Ja. Das ist ja Perversion, dass in der Moderne, jetzt seit etwa 15 Jahren und vor allem seit diesen 3 Jahren Subventionen, auch keine bürgerliche Regierung mehr maßhalten. Die Tories in England haben einen unglaublichen Tanz von 23% vom Bruttoinlandprodukt an Direktsubventionen ausgerichtet. Und jetzt wissen sie nicht mehr, wo ich und aus. Mhm. Jetzt, zuerst müssen wir noch einen Schluck nehmen, sonst können wir zum Wohl. Merci für den Besuch. Also, wir müssen vielleicht über die Inflation reden. Und da sagen ja viele in der Schweiz, ja, wir haben die Inflation, auch irgendwo so zwischen 3-4% oder so ein bisschen. Aber, ja, das tun wir nicht schwarz malen. 2, und etwas. Also, gut, habe ich es falsch im Kopf gehabt. Tut mir leid. Es war vorher noch so. Gewesen. Es ist ein bisschen zurückgekommen. So, ja. Weil Nationalbank und so ist ja ganz toll und wunderbar. Und es ist bei uns ja viel besser als im Ausland, weil in der Eurozone ist es deutlich mehr. Auch in Großbritannien, wo du erwähnt hast, ist man fast bei 9%, habe ich mal gesehen. Das ist ja, also gut, geht es uns ja gut, wunderbar. Ist das das, warum die Schweiz besser ist? Also bei der Nationalbank hat es gute Sachen und schlechte Sachen. Gut ist, dass immerhin der Franken jetzt deutlich aufwerten lassen hat. Mhm. Und damit importieren wir die Inflation, die in anderen Ländern herrscht, nicht. Also alles, was unsere Firmen als Vorprodukt importieren, oder auch Konsumenten, ist in Franken nicht teurer. Genau. Und das ist natürlich ein grosser Vorteil, den wir jetzt seit Jahrzehnten schon geniessen. Wenn ich bei der Nationalbank, und gut ist auch, dass die Nationalbank dazu, um Franken zu schaffen, nicht etwa Bundes- und Kantonsobligationen aufkauft werden, um alle anderen Notenbanken eigene, vom eigenen Land Staatsschulden aufkauft, weil das maßlose Ausgehen finanziert. Die Schweizerische Nationalbank hat nur ausländische Obligationen und ausländische Aktien nachher investiert. Also aber das macht ja dazu, dass die Nationalbank hat ja dann die Schuldenwirtschaft der anderen Länder finanziert. Genau, das ist ein bisschen absurd. Die eigene hat man nicht finanziert, aber die andere. Das ist das Schlechte. Die Nationalbank wirklich, die verluderte Staatsfinanzen von ganz Europa und Amerika hat sie finanziert, mitfinanziert. Sie hat Vermögenskonzentration, würde durch die Anstieg von der Vermögenswert, Aktienwert stattgefunden hat weltweit, hat sie mitgetrieben. Sie hätte können, ich hatte die Bank für internationalen Zahlungsausgleich vor etwa 5 Jahren schon mal geschrieben, hätte die Nationalbank nicht können, das ist die Bank der Notenbanken in Basel, hätte sie können, alle die Euro und Dollar, die sie aufgekauft hat, zu den Franken abdrucken, hätte sie dort können deponieren. Mhm. Und nicht Aktien kaufen, nicht Staatsobligationen kaufen. Und ich habe die Antwort bekommen, jawohl, das hätte sie können. Und das war der grosse Fehler. Mhm. Also vielleicht für die Zuschauer muss man es noch erklären. Also Deutschland, Italien, Frankreich, die USA geben sozusagen Schuldpapier raus und irgendjemand kauft die. Normalerweise sind das private Leute oder so, oder institutionelle Banken. Und Banken und so weiter. Und jetzt hat wirklich die Schweizerische Nationalbank hat Schuldenpapier von ganz vielen Ländern in der Welt gehalten. Und du sagst, man hat lieber, statt das machen, hat man das Geld, wo man zum Franken schwächer gekauft hat, in Basel deponiert. Aber dann hat man ja nichts darauf verdient. Ja, letztes Jahr hat sie 130 Milliarden drauf verloren. Also das ist so. Von verdienen ist doch. Ja, aber vorher hat man verdient. Ja, vorher hat sie verdient, aber das war ja absehbar gewesen. Was raufgeht, muss runtergehen. Mhm. Das war ja absehbar gewesen. Und das Jahr ist noch nicht vorbei. Wir werden noch sehen, wie dann eins von dem Jahr aussieht. Wenn sie kann nicht einmal mehr ein Drittel von dem verlieren, was sie letztes Jahr verloren hat, dann ist sie bankrott. Mhm. Man hat halt überall gelesen davon, wie die Nationalbank Aktien kauft oder von Apple hat man können lesen und so weiter. Da sind wir dann so ein bisschen heimlich noch ein bisschen stolz drauf, oder? Aber von diesen Staatspapieren, diesen Staatsanleihen, hat man gar nicht so viel gelesen. Wie ist denn das Verhältnis? Von welcher Summe reden wir da? Das ist vielleicht auch wichtig für die Zuschauer. Wir reden von hunderten Milliarden. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ja. Aber die Schweizerische Nationalbank ist der grösste einzelne Gläubiger vom Staat Deutschland. Mhm.
oder weil sie eben so viel aufgekauft hat. Und sie hat natürlich, hat sie dann schon geschworen, sie kauft nur von AAA, also dreifaches A, und vielleicht noch also von anderen. Also von guten Schulden. Guten Schulden. Also da ist nur noch Amerika geblieben, wo auch schon nicht mehr AAA ist, weil es so sauer mit dem Geld. Mhm. Dann ist noch, glaube noch Holland und Deutschland, Luxemburg sind noch geblieben. Mhm. Und von denen hat sie natürlich dann kräftig gekauft. Mhm. Jetzt, du hast vorhin der Sozialwerk, das ist mehr ein inländisches Politikproblem, oder? Wo ich jetzt als Beobachter im Bundeshaus auch muss sagen, meine, dass wir wissen, das Problem, die Mauer oder ja, der Verlust vom ganzen AV-Ausgleichsfonds ist absehbar, irgendwann 20, 40, 50. Die Politik ist einfach nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Ist das wie unser System kommt an eine Grenze? Es ist einerseits mangelnde Einsicht. Ja, ich sage immer, ich habe nie einen Politiker getroffen, der Zinseszinsrechner hat. Mhm. Also, dass sich Schulden und so weiter multiplizieren. In der Demografie ist es genau gleich. Demografie, die für die AHV notwendig wäre und für alle staatlichen Renten Finanzierungssystem, wäre andauernde Kinderzahlzunahme, also mindestens 2-3 pro Frau, 3 wäre gut, und ein Wirtschaftswachstum, das laufend läuft. Also ein Zinseszinseffekt nur kann die AHV-Versprechungen decken, auch in allen Ländern. Und das fehlt. Man hat nur noch 1, und etwas Kind pro Frau. Man hat auch immer später im Leben der Frau ein Kind. Nachher leben alle viel länger. Also zweimal Demografie, schamvoll gesagt, oder? Das heisst einfach kein Rufen und lang leben, heisst die Demografie. Also zweimal haben wir die Demografie, die die AHV schlägt. Und das ist ohne Ausweg. Das gibt keinen Ausweg. Und insofern muss man das sagen, jetzt darf ich mal Schweden positiv zitieren. Mhm. Schweden verfolge ich immer. Die haben eine Formel entwickelt für die Rente, die neue Rente und die bestehende Rente von ihrem Rentensystem, wo indexiert, was das Vorjahr an Bruttosozialprodukt gewachsen oder nicht gewachsen ist, plus Verhältnis alt-jung. Das kommt in der Formel. Und wenn die Formel schlechter wird, gibt es einige Promille pro Jahr weniger Rente. Bis jetzt ist das, glaube ich, noch fast nie passiert. Oder einige Promille mehr. Es geht also um ganz minimale Veränderungen von der Rente, die aber kumuliert natürlich auf 10, 20, 30 Jahre aus das System rettet. Mhm. Und das wagen die Schweizer Politiker nicht. Man hat es jetzt wieder mit der zweiten Säule gesehen. Man hat es gesehen mit dem Rentenalter der Frau. Das muss sofort, falls es irgendwie ein bisschen etwas zurückgehen könnte, muss das sofort ausfinanziert werden mit Steuergeldern zu Lasten von der Bundeskasse und der Bundesfinanzen. Mhm. Weil die Leute nicht leiden können nicht leiden. Dabei sind die Alten die Reichsten. Und wer nicht durchkommt, das ist etwa ein Zettel der Rentner, der kommt Ergänzungsleistungen über gezielte Hilfe und nicht Gießkannen. Das haben wir an sich als System. Jetzt müssen wir nur den Mut haben, um den Leuten zu sagen, es könnte auch einmal pro Monatsrente 3 Kaffee-Creme hinter sich gehen. Ja, das ausgerechnet. Wenn man nur jetzt auf Einnahmen und Ausgaben abstellt, nicht auf Formeln wie in Schweden, wenn man einfach immer da reinkommt mit den Beiträgen der Jungen, der Alten wird umlegen pro Jahr, hat es seit 2000 in ein paar Jahren, es hat vielfach hat Steigerungen gegeben, und in ein paar Jahren, Jesus Gott, hat es etwa 2-3 Kaffee-Creme pro Monat weniger gegeben. Aber mal 12, mal 2 Millionen. Warum schenkt sie? Das schenkt sie. Jetzt, man probiert sich jetzt an einer Revision von der beruflichen Vorsorge. Es ist gerade das Referendum eingereicht worden in dieser Woche. Es gibt eine harte Abstimmung, oder? Linksgrün sagt bereits, das ist eine Vorlage, die die Rente senken. Und das stimmt natürlich ein Stück weit auf dem Papier, oder? Ja, Rente senken. Ich habe schon bei der letzten Abstimmung mit dem Umwandlungssatz, weil ja die Linke auch hysterisch... 2012, 2013, irgendwo dort. Ja, hysterisch tun hat, dass man das nicht machen darf. Habe ich schon gesagt, es kommen alle gleich, die Alten kommen alle gleich viel Geld über. Aber einfach erstreckt über die längeren Lebensjahre. Mhm. Es wird niemandem etwas abgeklemmt. Aber wenn die Leute länger leben, dann muss das angesparte Alterskapital für die längere Lebensstrecke langen. Und wie gesagt, das ist für die meisten, ein überwiegender Teil der Alten ist das erträglich. Und darum ist es völlig falsch, nachher da in Hysterie zu verfallen und das will ich noch mit staatlichen Mitteln ausfinanzieren, wo sowieso total systemfremd sind in der zweiten Säule. In der ersten Säule haben wir schon immer einen Anteil vom Bund gehabt, der mitfinanziert, aber nicht in der zweiten Säule. Mhm. Die zweite Säule spürt die Demografie nur einmal mit der längeren Lebenserwartung. Zum Glück nicht mit den weniger Kindern.
weil ja jeder sich selber sein Alterskapital genau. aufbaut. Ich merke dort einfach, viele verstehen das System nicht mehr und sie lamentieren darum, dass sie eine kleine zweite Säule haben, weil sie vielleicht ihr ganzes Leben nur Teilzeit geschafft haben. Aber, und sie akzeptieren nicht, dass ihre Entscheidungen im Jetzt Folgen haben für ihre Renten in der Pensionierung. Das ist im politischen Prozess, habe ich jetzt immer wieder erlebt, dass die Leute gesagt haben, das geht doch nicht, ich habe weniger Renten und so. Und dann fragen, ja, aber du hast Teilzeit geschafft. Ja, gut. Also, das ist eben die allgemeine Verweichlichung von allen westlichen Ländern, ich würde sogar sagen Dekadenz, dass die Leute selber die Folgen von ihren privaten Entscheidungen nicht mehr tragen wollen und sie am Staat übertragen. Und im Staat natürlich Linke, Mitte, immer bereit sind, diesen Klagen sofort nachzugehen und das durch den Staat finanzieren. Ich meine, scheiden die ganze Zeit. Es kann sein, dass ich eine Hitze fällt. Das ist völlig normal, wenn es passiert. Aber das alles nachher mit Alimentenbevorschussung, mit Ergänzungsleistung oder Sozialhilfe für allfalls sitzengelohnte Familien ausfinanzieren, ist halt schon ein dickes Stück. In gewissen Staaten von Amerika können Männer, die die Unterhaltszahlungen vernachlässigen, müssen den Fahrausweis abgeben. Und das ist natürlich in Amerika ist das Todesurteil. Ja, natürlich, oder? Kannst du nie mehr hin. Ja, aber da auch. Also ja. Und so weiter. Man muss halt auch ein bisschen schärfer durchgreifen und nicht einfach immer die Lasten sofort gerade am Staat übertragen. Mhm. Eben wie auch Teilzeit schaffen und so weiter. Dann gibt es auch, ich sage dem immer, das anwaltschaftliche Reden, die sozial besorgte Grünen und so weiter, und sozial muss man da ja Anführungszeichen machen, weil es ja immer der Staat zahlen muss, treten immer im Namen von Entrechteten auf, wo die Leute können das nicht zahlen, die Leute wissen das nicht, die Leute wissen sich nicht zu helfen. Und im Namen von denen, ohne jeden Auftrag, werden nachher staatliche Subsidien losgießen. Dabei gibt es ein paar Grundsätze, die man in der Sozialpolitik einfach aussehen muss. Beispielsweise Tieflöhne, Mindestlöhne, Tieflöhne, Zürich hat jetzt beschlossen. Genau. Tieflöhne sind unter anderem Einsteigerlöhne, sind Schuhlöffel, damit die Leute überhaupt in den Arbeitsmarkt hineinkommen, die zum Beispiel keine Bildung haben, die immigriert sind, die wieder einsteigen und so weiter. Punkt 1. Dann nimmt man den Schuhlöffel weg, wenn die jetzt hoch sind. Zweitens, alle oder fast alle, das lässt sich beobachten, alle von diesen Kohorten, also Jahrgang, die jetzt einen miesen Lohn hat, den Mindestlohn und einsteigt, ist nach 5 Jahren besser dran, nach 10 Jahren noch besser. Die steigen auf. Es ist kein statisches System, der Arbeitsmarkt. Ja, es ist nicht ein Meer von Armut, wo immer die gleichen drin sind, sondern es ist ein dynamisches System. Das wollen wir ja, dass sich jemand aufschaffen kann, oder? Ja, wo als Schuhlöffel dient. Es ist ganz normal, wenn jemand gelernt ist und in den Job geht und die Firma sich ein bisschen bewegt, wird er sofort besser bezahlt und kommt nachher fast so viel über wen angelernt, wenn er gelernt. Und das Dritte ist, dass der Unternehmer selber natürlich auch überlegt, ja, so, wenn ich für eine schnelle Handreichung, wo ich mal schnell 10 Leute brauche für ein halbes Jahr, wenn ich da einen super Lohn zahlen muss, ja, dann mache ich es halt nicht. Mhm. Also das sind drei Begründungen, warum das dauernde Anheben von Tief- und Mindestlöhnen falsch ist und gegen die Interessen der betroffenen Schichten ist. Ein anderes riesiges Thema, die Wirtschaftsverbände haben das Anfang der Woche kommuniziert, ist der Fachkräftemangel und Zuwanderung. Und die Wirtschaftsverbände betonen immer, Zuwanderung ist dringend nötig, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Aber wir erleben ja etwas anderes. Wir erleben trotz höherer Zuwanderung, dass der Fachkräftemangel nicht weggeht. Was läuft da schief? Ja. Zuwanderung, wenn sie so massiv ist wie die Schweiz, ist ein Selbstläufer. Alle die Leute wollen wieder Infrastrukturen benutzen, alle die Leute wollen das Gesundheitssystem benutzen. Und was die Leute, wahrscheinlich auch die wenigsten Politiker da denken, die Leute wollen die 20 Jahre Rente oder 30 Jahre. Das heisst, es ist ein Selbstläufer, der die Lasten und Knappheiten laufend reproduziert. Also Immigration ist kein Heilmittel gegen Fachkräfteknappheit, gegen AHV-Ungleichgewicht und so weiter, sondern führt sie weiter, aber mit allen Zusatzbelastungen oder dichten Stress, wie man auch schon gesagt hat, wo dann solche Blätter von Leuten in einem engen Land nachher mit sich bringt und dann auch die Wohnungen, oder? Und dann klagt man, es gibt zu wenig Wohnungen. Und teure Wohnungen und so. Wohnungen. Also, das ist ja so. Da innen steht,
da war ich auch kein Politiker. Also das Tabu von der Rente senken oder leicht ankratzen ist eins. Und das andere ist, da sage ich da rein, ich muss ja nicht mehr gewählt werden, bin ja nie gewählt worden. Außer dem Einwohnerrat. Hier ist auch vor 50 immerhin. Oder 40 Jahren. Immerhin. Ich sage, Wohnen im knappen Land kann nicht teuer genug sein. Mhm. Da muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Ja gut, aber das ist eine bewusste politische Entscheidung, dass Land in dem, das Bauland in dem Land knapp gemacht worden ist, weil man nicht alles überbauen wollte. Ja gut, es wird auch laufend wieder reingezont. Und es sind Schikanen da gegen das Höherbauen, gegen das Dichterbauen, genau. Mit Bewilligungen und so weiter. Also man könnte noch einiges machen. Aber wie gesagt, das hilft nicht, weil das geht einfach immer weiter. Es hat jeder Schweizer Einwohner, nicht Haushalt, jeder Schweizer Einwohner hat seit 30 Jahren ein Zimmer mehr. Die Eingewanderten auch. Mhm. Ein Zimmer mehr und jummert auf diesem hohen Niveau. Mhm. Zu der EU-Beziehung zur EU hast du auch ein kleines Kapitel, weil ja, du gehörst zu denen, die kritisch sind gegenüber einer politisch-rechtlichen Anbindung an der EU. Warum auch dort Wirtschaftsverbände sagen, wir brauchen das dringend wegen Marktzugang? Ich sage aber, hätten die Schweizer in allen früheren Zeiten so argumentiert, wären wir schon längst untergegangen. Weil man hat, hin und wieder hat man einen kleinen wirtschaftlichen Nachteil in Kauf genommen für die Unabhängigkeit und Freiheit. Und wenn man nicht mehr bereit ist, da vielleicht einmal ein Apparat nicht liefern zu können oder unter schweren Bedingungen liefern zu können nur und dafür die ganze Freiheit anwirft, dann ist man also dekadent. Mhm. Also ich glaube, erstens sind die Schwierigkeiten nicht so schwierig. Wir exportieren ja in die ganz restliche Welt auch ohne solche Abkommen mit der WTO, also mit der Freihandelsorganisation, wo die Zölle weltweit auf ein paar Prozentpunkte gesenkt hat. Also wir können ohne weiteres mit dem leben. Zweitens ist die EU in vielen Fragen auch Demandeur. Also sie fragt uns, könnte man nicht etwas machen. Das ist in den ganzen letzten 50 Jahren immer wieder vorgekommen. Und dann muss man halt einmal sagen, wie viel wäre es ihnen wert? Mhm. Also nicht einfach immer einknicken. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der mir schon am Herzen liegt, den ich Ihnen auch betone und ausführe, ist, dass die EU eben Selbstermächtigung betreibt. Der EUGH hat seit 1967 die EU-Kompetenzen laufend erweitert. Mhm. Auf mehr Gebiete, auf mehr Gebiete und mit... Und die Tiefe. Ja, und hat sogar die EU-Verträge, die nur Verträge sind, über die Verfassungen der Mitgliedsländer gestellt. Mhm. Das ist ein unerhörtes Vorgehen. Das ist eine Selbstermächtigung, die mit Demokratie nichts zu tun hat, mit den Verträgen nichts zu tun hat und nicht legal ist. Aber es wird für legitim gehalten. Die dynamische Selbstermächtigung der EU wird immer weitergehen. Die EU-Kommission hat 2019 erstmals Traum geschwätzt, man sollte EU-Steuern können erheben, damit sie sich in Hülle finanzieren können. Es ist immer wieder gekommen. Und jetzt, bei den riesigen Ausgaben, die die EU im Namen der Mitgliedsländer macht für Covid und nach einer Inflation und Öl und so weiter, 750 Milliarden, übrigens verboten sind, die EU darf nicht aufnehmen und darf nicht Schulden machen. Dafür hat sie bereits jetzt von den Mitgliedsländern das grundsätzliche Einverständnis, dass das dann einmal mit Steuern von der EU abgebaut werden soll. Und letzte Woche hat sie bekannt gegeben, dass sie jetzt möchte 0,5% von allen Unternehmenssteuern, die die Mitgliedstaaten einnehmen, abzweigt haben für sich, weil sie ja so viele Ausgaben hat. Also das unterschätzen alle Schweizer. Die EU kritisch anschauen, die beitreten möchten, die einen Rahmenvertrag, einen zwingenden Rahmenvertrag möchten, unterschätzen, dass die EU Selbstermächtigung von der Kommission und vom Europäischen Gerichtshof betreibt und dass keine Bremse da ist, weil immer wenn ein Knopf da ist, never waste a crisis, ist ja das Motto. Genau. Das müssen wir ums Wappen von der EU umschreiben, um die 12 Sterne herum, müssen wir schreiben, never waste a crisis. Ja. Immer dann schlagen sie zu, in einer Notsituation, und dann läuft es. Mhm. Deutschland hat sich so laufend über den Tisch ziehen lassen. Wo die Euro-Krise war, hat Merkel gesagt, der Euro ist Europa, und hat damit bedingungslose Zahlungsbereitschaft signalisiert und dann auch weidlich ausgenutzt worden ist. Mhm. Oder eben, whatever it takes, hat die EZB gesagt, wo die Krise da war, und dann hat sie auch, sind wir wieder bei der Geldpolitik. Jetzt vielleicht eben noch ein bisschen der positive Teil. Ja. Warum hebt die Schweiz deiner Meinung nach? Also ich habe am Anfang ein Kapitel, auf das ich noch ein bisschen stolz bin,
in der Geschichte lässt sich einfach zeigen, dass die Schweiz immer dezentralisiert war, dass die Schweiz kein Bauernbund war, sondern ein Städtebund. Das wissen, das vergessen alle. Wir waren eine urbane Gesellschaft. Seit dem Beginn, seit Luzern beitreten ist 1332, war die Schweiz ein Städtebund. Urban, nach aussen gerichtet. Also dann war Luzern aber die einzige Stadt. Ja, also. Aber kurz danach ist Bern, Zürich, genau. Zug. Genau. Also, nachher, das ist wirklich aufgeblüht. Mhm. Und die Innerschweiz hat sogar die ganze Integration in Welt- oder Europamacht hat es mal schon gehabt. Mhm. Sie haben sich speziert, sie haben Korn importiert aus dem Burgund, nicht mehr selber produziert, haben Fäch und Käse produziert und das in die Lombardei exportiert. Also zur Zeit von der Bundesbrief ist die Innerschweiz bereit, der weltmarktorientierte Bauernclub gewesen. Für Kühe und Käse? Für Käse. Ja, ja. Der Historiker Hollenstein hat sogar wunderbar gezeigt, dass dort mal, also um 1250 herum, haben Turner und Schweizer und so weiter, haben Weideplätze längs von der Wanderroute über den Gotthard nach Mailand gekauft, damit die armen Kühe und Kälbli haben können essen. Ja klar, wir können nicht nur laufen. Ja, wir hätten ja nicht können. Und Lastwagen hätten wir nicht gehabt, nein, und Tunnel auch nicht. Wir hätten nicht können als Skelett in Mailand verkaufen. Das ist doch das ist eine unglaubliche Integration in die Auslandmärkte von Anfang an. Und das haben die Bauerntümelnden, auch die SVP, haben das vergessen. Wir haben vergessen, dass wir stark sind und uns wehren können. Aber das ist so der geschichtliche Hintergrund. Warum ich sonst der Meinung bin, dass wir eine lernende Organisation sind, weil mit Referendum-Initiativen werden immer Politiker wieder korrigiert. Die politischen Parteien korrigieren sich auch, wenn sie im Parlament unterliegen. Der Bundesrat muss Vernehmlassungsverfahren machen, bevor er etwas loslässt. Also ist eine lernende Organisation. Und das ist schon ein unglaublicher Vorteil, wenn Sie an Macron denkt mit der Rentenalteraufsetzung und das mit dem Artikel 49 ohne das Parlament einfach durchgesetzt haben. Seither hat er ein Mais am anderen, ganz Paris. Ist ja klar, weil man kann sich ja dann nicht mehr anders wehren als mit Revolten, oder? Als mit Autoanzünden. Genau. Ja, nein, es ist doch unerhört, über das Autoanzünden zu lasten von Mitbürgern. Also das ist dann noch ja, nicht am Herrn Macron sein Auto, nein, wird nicht anzünden. Also insofern haben wir hier eine Rückkoppelung, ein Feedback in unserem System einbauen. Und dann kommt noch dazu, dass unsere Steuersätze sind in der Verfassung, beim Bund und in den Kantonen vielfach oder in Gesetzen, referendumsfähig. Und noch befristet, das ist ja der Wahnsinn. Die Steuersätze in den frühen 30er Jahren fallen alle weg, wenn das Volk dann wieder nicht bewilligt. Mhm. Das heisst also, unsere Politiker müssen mit dem Hut in der Hand zirkulieren für die Ausgaben, die sie beschließen. Und das bremst. Darum sind wir nicht überschuldet in der Schweiz. Darum haben wir kein Defizit im normalen Jahr. Darum haben wir eine Schuldenbremse, die das Volk auch noch verpasst hat mit 85% im Jahr. Das sind Vorteile unerhörten Ausmaßes, die kein westliches Land hat. Das heisst eben, die Institutionen und Systeme sind ja so speziell. Und manchmal fehlt mir das auch, dass unsere Politiker oder die Verwaltung, die Bundesräte, wir lassen uns vom Ausland sagen, dass wir so ein antiquiertes System haben. Dabei glaube ich, wir haben ein sehr modernes System, weil es insbesondere vom mündigen Bürger, vom selbstverantwortlichen Bürger ausgeht. Wir sind in dem grossen Bogen von der Befreiung der Menschen durch die Aufklärung, sind wir, glaube ich, eben ziemlich weit vorne. Aber das sagen wir halt nie. Die Speerspitze. Ja. Die Speerspitze der Aufklärung sind wir, oder? Also das, man kann das so sagen, wir sind wirklich Volkssouveränität ist weitestgehend gewahrt. Sogar wenn der Bundesrat Notrecht macht, können wir eine Initiative machen. Corona und so weiter, ja. Haben wir dreimal abgestimmt. Genau, der Bundesrat macht kein Notrecht, können wir auch noch eine Initiative machen. Oder das Notrecht während dem Krieg und der Krise, wo ja verrückt ist, die Schweiz ist da wirklich richtig autoritärer Staat gegangen. Ist nachher durch verschiedene Volksinitiativen, unter anderem vom Duttweiler, Mikrogründer, sind abgeschafft worden. Einfach vom Volk. Das Volk hat gesagt, wir wollen das nicht mehr. Das sind unerhörte Vorgänge. Und man hat es auch gesehen, am 25. September letztes Jahr hat man das Rentenalter für die Frauen um ein Jahr erhöht. Und natürlich, wie immer, Riesengeschrei, was das für Massenelend bewirken wird. Arbeitslosigkeit, hat man gesagt. Alles, die finden keinen alles, Job mehr. Alles, ja. Und dann hat das Parlament ein riesiges Zusatzfinanzierungsprogramm beschlossen. Ich hätte darauf gespeuzt, das ist furchtbar. Aber hätte man natürlich Mühe, um die Abstimmung zu gewinnen. Jawohl, aber
Parlament und Bundesrat haben dem Volk die Rechnung am gleichen Tag mitgeschickt, mhm. eine kleine Mehrwertsteuererhöhung, weil das ja in der Bundesverfassung reguliert ist und das muss bewilligt werden. Und dann hat man dem Volk gesagt, wenn er die Superausgaben für das Rentenalter höhere Erhöhung bewilligen will, dann müsst ihr aber auch die Finanzierung bewilligen. Und das ist eine unerhörte Rückkoppelung im Geist vom Stimmbürger, der vor dem Stimmzettel sitzt und dem gesagt wird, es gilt nur beides. Ja. Ja? Also, meine, auf Gemeindeebene ist ja das auch so. Ich bin eine ganz kleine Gemeinde. Wenn wir eine neue Straße beschliessen, dann kann man relativ einfach ausrechnen, was das bedeutet. Also, ja, und dann in der Regel sagt auch irgendjemand das. Und dann tut man im Wissen, was die Konsequenz ist, sagt man ja oder nein. Und nicht auf die Pumpe von nächsten Generationen. Die Lehrer in unserer Gemeinde haben vor Jahren einmal die Eschenbahn als kurz eingestuft. Unsere Bursten, Mädchen, haben nicht mehr können auf einer olympischen Eschenbahn trainieren. Ja. Also hat man sie wollen, weil es abschüssig ist, hat man sie wollen in der Luft mit einer Rampe verlängern. Und dann, das ist aber teuer. Eben, das hat eine Steuererhöhung bedingt. Es ist weggeputzt worden mit irgendwie, also fast DDR-Feld mit 98 gegen 2 Stimmen. Das ist doch gut. Und der Unsinn von einer so einer Ausgabe ist weg. Jetzt müssen sie halt andere. Jetzt gibt es keinen Olympiasieger aus dem. Wohl, sie müssen einfach anderthalb Mal rumreden. Ja, gut. Jetzt, wir sind in einem Wahljahr, oder? Und das ist ein bisschen meine Deformation professionell. Weißt du, wenn du die ganze Zeit im Bundeshaus unterwegs bist, die Gedanken, scharfsinnig, wie du sie formulierst und wie sie in dem Buch, du es nochmal empfehlen, drin hast, ich weiss gar nicht, welche Partei und welche Politiker sich dessen bewusst sind. Und es ist ja ein riesiges Programm. Einerseits die Verteidigung von den Institutionen, die wir haben, aber du machst auch Vorschläge, was man noch könnte besser machen, damit gerade die Rückkopplung noch besser funktioniert. Wer soll man da fördern? Wie muss man da vorgehen, damit man das nicht verliert und auch nicht abgeschliffen wird unter Druck von Amerika, von der EU und so weiter? Ja, ist noch schwierig. Meine Rolle, eben, ich bin nie in die Politik gegangen, abgesehen von mir, Wohnort Herisau, ich war eben als Zungenlöser zu arbeiten. Ich will, dass die Leute die Sachen zur Kenntnis nehmen und dann sich auch darüber äußern, dass plötzlich Sachen, die tabu sind, können besprochen werden. Und ich glaube einfach, dass die Intelligenz vom Schweizer Volk, von den Einzelnen und dann vom abstimmenden Volk insgesamt, dass man hin und wieder so Ideen durchbringt. Mhm. Und es muss natürlich dann schon ein Parlamentarier, zwei Parlamentarier, es muss eine Partei sich wieder mal mit der Initiative in die Richtung bewegen. Nehmen wir nur noch ein Beispiel, das nicht da drin ist, und ich aber früher mal schon propagiert habe. Jetzt wird wieder ein Buch gemacht wie der CS. Ja. Oder gegessenes Brot wird nochmal gekäut, oder das ist ja alles Bach ab. Ja, wärst du dagegen gewesen? Gegen so einen Puck? Ja, natürlich. Dummes Zeug. Entschuldigung, Politiker mögen verschiedene Sachen verstehen, aber das nicht. Ja. Gut. Und hat auch, ich sage immer, habe ich gesagt, es mögen die jetzt reden in der Politik, die vorher schon sagten, was falsch ist mit der CS. Jetzt so, dann wäre es niemand. Eben, es wäre niemand, dann hätten wir auch keinen Puck. Warum haben wir so viele Kommissionssitzungen, Parlamentarierreisen, Puck, Hearing und so weiter? Weil ein wachsender Teil, der grösste Teil der Parlamentarier, falsche Selbstständigerwerbende sind. Das sind keine Milizparlamentarier, das sind Vollblutpolitiker, die dank der Kommissionssitzungsgelder sich noch ein normales Zubrot verdienen, dass sie endlich so viel verdienen wie die anderen. Das ist so, ich habe das sogar gehört von Politikern. Das ist so, natürlich. Die froh sind, wenn wieder einmal ein Hearing von 3 Tagen verhandelt wird, macht 3x500 Franken, macht das Essen dazu, Übernachtung dazu, macht gerade wieder 2000 Steine. Also insofern würde ich einfach vorschlagen, eine grosszügige Pauschale für Parlamentarier und kein Rappen mehr. Keine Spesen, kein Essen, keine Reisen. Und nachher würden die mit E-Mail Zirkulationsbeschlüsse machen. Vermutlich. Und dann könnten auch Unternehmer, wichtige Leute aus der
Zivilgesellschaft könnte dann wieder ins Parlament gehen, das würden sie prestieren, aber ein Unternehmer hält die Sitzungsreise mit all diesen Kommissionen und Buchs nicht aus. Mhm, ja. Es ist auch ein Plädoyer für eine Schweiz, die von unten organisiert ist. Ich habe vorher Gemeinden und Kantone angesprochen, du hast selber gerade gesagt, Dezentralisierung. Das ist noch, weil es mir wirklich ein wichtiger Punkt ist, der Trend geht ja völlig in die andere Richtung. Es wird immer mehr Macht im Bund zentralisiert. Und die Macht, die Kantone noch haben, zum Beispiel im Gesundheitswesen, das haben wir bei Corona erlebt, Gesundheitsdirektoren haben ja geschrien nach noch mehr Zentralisierung, weil sie keine Verantwortung haben übernehmen. Was macht man da? Alle Konferenzen von der kantonalen Direktoren abschaffen. Genau, also das Haus der Kantone finde ich auch in die Luft. Ja, ja in die Luft. Ja, ja nein, neu vermieten. Das ist der Ökonom jetzt. Genau. Und auch der Besorgte um die Altstadt von Bern. Oder? Ja, sehr ja, gut. Das also, ja. Nein, das ist Manie, dass wir eine parallele neben Bundesregierung haben von den kantonalen Direktorenkonferenzen, die eben auch dort immer mehr zentralisieren. Und wenn es sehr viel kostet, dann sagt das Bund, du das bitte bezahlen. Mhm. Und der Bund sagt dann, wenn wir zahlen, wenn wir auch noch bestimmen, was. Ja, natürlich. Und oder? Schon ist es im Bundeshaus genau. Angesiedelt. Ja. Also das ist eine Manie, wo man dann probiert hat. Ich bin ja ein alter Hase. Vor 30 Jahren hat man eine neue Aufgabenverteilung Bund-Kantone gemacht. Mhm. Die ist dann so halbwegs stand gekommen. Man könnte wieder eine probieren. Ja, das ist seither dieser Weg abgeschliffen worden, dass man wieder eine probieren müsste. Und die ehrlich aufzäumen müsste. Und vielleicht so gerne mit Volksabstimmungen durchführen. Der Bundesvogt ist, ich bin im Ossenrodischen aufgewachsen, ist bei uns schon, sage ich immer, 1848 ein Schritt zu weit gewesen. Also nicht nur die EU, sondern die Errichtung vom Bund ist ein Schritt zu weit gewesen, obwohl der erste Bundeskanzler ein Herisauer war. Schiess. Mhm. Aber es ist ein Schritt zu weit gewesen, in den Augen von vielen Ausserrödler damals, als ich noch jung war. Und die Gewöhnung daran, dass einfach alles aus Bern kommt, ist verheerend. Wenn zum Beispiel, also ich rede sehr von Deutschland, aber manchmal auch vom Schweizer Fernsehen, wenn Entlassungen sind, geht das Fernsehen immer auf die Einstellung von Arbeitsamt, RAF und so weiter. Mhm. Da wird immer so Zeug gezeigt, Hilfe ist nahe vom Bund. Mhm. Eine Selbsthilfe denkt gar niemand. Mhm. Oder das ist auch optisch ist das eine Sklavereihaltung von den Journalisten, Medienjournalisten, Fotojournalisten, die ich unglaublich finde. Mhm. Du hast dich jetzt eben nochmal mit der Schweiz auseinandergesetzt in diesem Buch, ganz intensiv. Wenn jetzt du müsstest einen 1. August-Rede halten, was wäre deine wichtigste Botschaft an Herr und Frau Schweizer? Ich habe nur ein paar Künzli aus Herisau an der Landsgemeinde in der Fürstabtei St. Gallen 1795 kann ich zitieren. Der paar Künzli, das war ein revolutionärer Briefbote, der überall durchgekommen ist, auch in den äppischen Gebieten, und Flugschriften verteilte gegen die Obrigkeit. Der paar Künzli hat gesagt an der Landsgemeinde, zahlen nichts, ihr seid nichts schuldig. Wunderbar, das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Danke vielmals für den Besuch, danke für das Buch und auf einen schönen Sommer. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben, einen Kommentar da und die Sendung weiterempfehlen. Und machen Sie so. Lesen das Buch. Dünnt eure Politiker darauf ansprechen, ob sie das Buch gelesen haben, auswendig lesen, dünnt sie abfragen, wirklich, damit wir vorwärts kommen, damit wir das bewahren, was dafür sorgt, dass die Schweiz hält. Merci vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit.